Er ist ein Begriff, der aus der wissenschaftlichen Forschung kommt, der Soziologie, Sozialgeografie, und der kurz gefasst die Aufwertung von Stadtvierteln, die mit Verdrängung von sozial niederen Bevölkerungsgruppen einhergeht, umfasst. Und es gibt seit 40, 45 Jahren im Prinzip in Westeuropa, in Nordamerika, inzwischen fast überall auf der Welt sozusagen Studien, die sich mit solchen Phänomenen der Verdrängung befassen. Und der Kern von Gentrification-Prozessen ist tatsächlich, dass im Zuge von immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungsprozessen bzw. politisch gewollten Aufwertungsmaßnahmen in den Städten die bisherigen Nutzergruppen, sozialen Gruppen in den Vierteln verdrängt werden und durch sozial höhere Gruppen oder sozial höherwertig angesehene Nutzung ersetzt wird. Und das ist das ganze Geheimnis eigentlich dieser Forschung, und ich glaube, dass wir in den politischen Debatten ein relativ großes Provokationspotenzial damit ausgelöst haben. Das ist eben, sozialwissenschaftliche Forschung sagt, Stadtentwicklungspolitik hat auch negative Seiten, und die Gentrification-Forschung und auch der Gentrification-Begriff selber, die leuchten eben diese negativen Aspekte, die sozialen Kosten der neuen schönen Stadt, die werden da ausgelotet und zur Diskussion gestellt. Ja, na, so wie ich den Begriff jetzt vorgestellt habe und wie er auch in den allermeisten Studien gefasst wird, ist es ein Begriff, der die Verdrängungsprozesse in den Mittelpunkt stellt. Und wir kennen das ja aus ganz vielen stadtpolitischen Debatten, dass gesagt wird, naja, so ein bisschen Gentrification wäre in diesem oder jenem Gebiet oder in dieser oder jenen Region nicht schlecht. Aber das, was die das benutzen, damit meinen, ist ja in der Regel, dass man meint, eine Verbesserung der Bausituation, eine Verbesserung des Lebensstandards würde man sich wünschen. Und ich habe bisher eigentlich auch noch keinen Stadtpolitiker gehört, der gesagt hat, ein bisschen Verdrängung würde dem Viertel ganz gut tun. Ja, und insofern glaube ich, dass wenn wir von Gentrification sprechen, wir tatsächlich Verdrängungsbegriffe im Vordergrund der Diskussion haben, und da gibt es jetzt nicht so viel Positives drin zu sehen. Wir können auf der anderen Seite natürlich Stadtumbauprozesse, Veränderungen, Stärkung von Nachbarschaften uns vorstellen, die durchaus sozusagen als Aufwertung beschrieben werden, die jetzt eben nicht zu Verdrängungen führen, die durchaus positive Aspekte haben. Im Prinzip alles, was die Gebrauchswerte einer Stadt für die Bewohnerinnen und Bewohner und für die Nutzerinnen und Nutzer verbessert. Also das sind, klar, bessere Wohnungen, das sind irgendwie besserer Nahverkehr, das ist die bessere Ausgestaltung öffentlicher Räume, und aber entkoppelt, ja, von den immobilienwirtschaftlichen Auslesesystem, mit dem wir immer konfrontiert sind. Ja. Und es gibt ja ganz viele Stadtentwicklungsprogramme, die gesagt haben, hier sind Problemviertel entstanden und wir nehmen jetzt öffentliches Geld in die Hand oder mobilisieren private Gelder, um eine Aufwertung zu schaffen. Und dann hat man am Ende den Effekt, dass diejenigen, für die man das eigentlich machen wollte, nämlich die vielen Armen, die dort wohnen, gar nichts davon haben, weil sie ausziehen mussten. Ja, und das heißt, solange es uns gelingt, eine Stadtentwicklung so zu organisieren, dass Gebrauchswertsteigerungen nicht mit steigenden Tauschwerten, steigenden Kosten verbunden sind, ist sozusagen eigentlich jede denkbare Verbesserung in Stadtteilen wünschenswert. Ja, also die meisten Leute wünschen sich bessere Nachbarschaften, bessere Wohnbedingungen, als sie jetzt haben. Ja, und der Zwang, der sie von diesem schönen Leben sozusagen trennt, ist letztendlich also die Logik des Geldes, die im Immobilienmarkt sehr, sehr zentral eine Rolle spielt. Das zeigt ja sozusagen, wie verkompliziert dieses System ist. Ja, dass es soziale Bewegungen gibt, die darauf abheben zu sagen, uns ist die Konservierung dieses schlechten Zustands lieber, als dass wir aus diesen Vierteln verdrängt werden, um in andere schlechte und billige Wohnungen verdrängt zu werden, wo wir nicht mal die sozialen Netzwerke und das Wissen um den Ort haben. Ja, also das zeigt ja genau, wie stark dieses Problem eigentlich ausgeprägt ist. Und klar ist es letztendlich sicher wünschenswert, dass sozusagen gerade Anti-Gentrification-Bewegungen, soziale Protestbewegungen positive Bilder formulieren und zu sagen, wir wollen die ganze Stadt übernehmen und wir wollen den sozialen Wohnungsmarkt flächendeckend durchsetzen. Ja, aber das ist ja häufig gar nicht in der Reichweite von denen, die tatsächlich von Verdrängungsprozessen betroffen sind. Ja, und insofern also spiegelt dieses Paradoxon, dass teilweise Bewegungen so erscheinen, als würden sie einen schlechten Zustand konservieren wollen. Also das ist sozusagen Notwehr in sozusagen gröbsten Ausmaß und zeigt aber auch, dass die Perspektive, tatsächlich Stadt grundlegend zu verändern, im Moment völlig außerhalb der Reichweite, ja, von ärmeren, ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen ist. Ich glaube, das Problem jetzt
ist die Mainzer Straße als Symbol für so einen Stadtteilkampf dargestellt wird, ist gar nicht so schwerwiegend. Viel schwerwiegender ist, glaube ich, dass wir in der allgemeinen medialen Debatte, in sozusagen feuilletonistischen Reflexionen, in Mainstream-Medien von Gentrification-Prozessen diese Verkürzung irgendwie häufig haben, das heißt, erst kommen die Künstler und Studierenden und Alternativen, dann kommt der Immobilienmarkt, ja, der ganz anonym daher schreitet in diesen Beschreibungen, und dann wird es teuer und langweilig und die Juppies ziehen ein. Und das, also diese Kurzfassung, die es in der Forschungslandschaft eher in soziologischen Studien gibt, ja, die sich viel mit veränderten Lebensstilen und biografischen Brüchen etc. beschäftigt haben, die führt häufig dazu, dass soziale Bewegung auch, in Protestbewegung, sich sozusagen an diese Endnutzer der Gentrification adressieren. Ja? Und dass man dann diese Yuppies raus oder die Yuppie-Scum oder sozusagen vielleicht in einem Berliner Kontext irgendwie Anti-Schwaben-Parolen, ne? Weil man meint, die meisten sind Schwaben. Also, und dass da relativ verkürzte Vorstellungen vom Gentrification-Prozess selber reproduziert werden in den sozusagen erreichbaren Protestorten. Und dass die aber letztendlich sozusagen den Prozess von immobilienwirtschaftlicher Inwertsetzung, ja, der also für mich fundamental und zentral an den Aufwertungsprozessen ist, eigentlich ausklammert. Ja? Und das hat aber eine gewisse Logik auch sozusagen bei ressourcenschwachen und nicht artikulationsfähigen sozialen Bewegungen, dass die gegen die Kneipe, die gerade neu eröffnet hat, gegen die neue Galerie, gegen die Künstler, gegen die Yuppies sozusagen also viel, viel einfacher sich mobilisieren können, als zu sagen, ich muss mich mit sozusagen den Mechanismen einer Immobilienwirtschaft auseinandersetzen. Ich muss mich mit vielleicht Verschränkungen zwischen Politik und Immobilienwirtschaft auseinandersetzen. Ja, das sind sozusagen ganz, ganz andere und abstraktere Begriffe, an die man ran muss. Und ich glaube aber, dass in ganz vielen Beispielen auch zu sehen ist, dass gerade Stadtteilbewegung, die über einen längeren Zeitraum agieren, die häufig wegkommen von so einer Oberflächenkritik an den Prozessen, ja, dass man den Lebensstil von anderen sozusagen in den Mittelpunkt der eigenen Kampagne stellt, sondern dass es da dann häufig sehr, sehr schnell auch ein tiefes Wissen darum geht, wie eigentlich Geld mit den Wohnungen verdient werden soll, ja, welche Macht und ökonomischen Interessen hinter diesen Aufwertungsmaßnahmen stehen. Und wir könnten sozusagen hypothetisch zumindest eigentlich davon ausgehen, dass viele von denen, die sozusagen als Täter der Gentrification, ich sage jetzt mal Künstler, Yuppies, also Leute, die dort arbeiten, beschrieben werden, dass die potenziell ja mit im selben Boot sitzen und genauso ein Interesse daran haben, ja, dass Qualitäten im Stadtteil sich verbessern, ohne dass es mehr Geld kostet. Ja. Und also bin jetzt schon sehr lange in Stadtteilbewegung aktiv und ich habe auch viele sehr Gutverdienende getroffen, ja, die ein großes Interesse daran haben, dass ihre Miete nicht steigt. Ja. Und das wäre eigentlich so ein Punkt, wo man sagen kann, hier könnte sozusagen auf einer viel breiteren Basis, als es häufig sozusagen faktisch der Fall ist in städtischen Protestbewegungen, Strategien entwickelt werden, die sagen, hier, wir wollen tatsächlich eine andere Stadt. Das Argument setzt ein bisschen an einem sozusagen individualistisch verkürzten Verdrängungsbegriff sozusagen an, ja, indem ich sage, also Verdrängung findet statt, wenn eine konkrete Person mit wenig Einkommen ausziehen muss und sozusagen unter schlechteren Bedingungen woanders sich eine Wohnung suchen muss. Und da stimmt es, da gibt es auch in Deutschland sozusagen relativ sozusagen gute Beispiele dafür, dass das Mietrecht für Bestandsmieterinnen Schutzfunktion hat. In Österreich ist das noch ausgeprägter. Und wir müssen uns aber, glaube ich, von diesem sehr simplen Verdrängungsbild sozusagen verändern, müssen sozusagen die Veränderung von Stadtteilen in den Blick nehmen. Und wir sprechen, glaube ich, oder können in den Situationen, wenn es eine große Differenz zwischen sozusagen Altmietverträgen und Neuvermietungsmieten gibt, davon sprechen, dass der Raum für ärmere Leute, die in diesen Altmietverträgen drin stecken, zur Falle wird. Ja? Also dass es möglicherweise extrem negative soziale Konsequenzen hat, weil Familien sich vielleicht nicht trennen, weil sie sich es nicht leisten können, zwei neue Wohnungen zu suchen, ja? Um nur so ein simples Beispiel zu bringen. Oder dass ich sozusagen keine Familie gründen kann, weil ich meinen alten Mietvertrag nicht aufgeben will, ja? Der aber noch aus meiner Studentenzeit als Einzelmietvertrag da war. Und ich glaube, dass wir sozusagen in dieser Debatte sozusagen stärker Prozesse in den Blick nehmen müssen, wie durchlässig ist eigentlich der Wohnungsmarkt in einzelnen Stadtteilen, wenn jetzt ein ärmerer Haushalt auszieht, aus egal
aus der Gegend um den Lippenplatz hier in Wien. Ja, kann dann sozusagen ein anderer Haushalt das also mit den gleichen sozialen Kriterien überhaupt einziehen. Ja, und wenn diese sozusagen Reproduktion der Sozialstruktur, der sozialstrukturellen Zusammensetzung durch den Wohnungsmarkt unterbrochen ist, ja, dann haben wir vielleicht etwas sozusagen längere Zeiträume, in denen sich so ein Austausch realisiert. Aber das ist ein sehr sicheres Zeichen dafür, dass sozusagen über kurz oder lang das Quartier zu einem Quartier von sozusagen ausschließlich Mittelklassebewohnerinnen wird. Ja, und da stellen sich dann sozusagen andere Fragen, will man sowas? Und es stellt sich auch die Frage, wo in der Stadt wohnen eigentlich die, die sich dann die aufgewerteten Viertel nicht mehr leisten können. Na, ich glaube, das ist in den amerikanischen Debatten, also sowohl in Bewegung als auch in der kritischen Wissenschaft schon in den 80ern diskutiert worden, dass man gesagt hat, langfristig hilft nur die Dekommodifizierung der Wohnungsversorgung, ja, als Versicherung gegen Gentrification. Gute Wohnungen sollen ein Recht und kein Privileg sein, haben irgendwie Neil Smith und andere damals formuliert. Und das gilt es eigentlich einzufordern. Ja, und wir müssten uns sozusagen Gedanken darüber machen, was könnte hinter so einem Dekommodifizierungsgedanken stehen. Was ist das? Ja, und das sind zum Teil Strategien, die sagen, ich versuche Einfluss auf die Stadtpolitik zu nehmen, damit mit städtebaurechtlichen, mietrechtlichen, sonstigen Eingriffsmöglichkeiten, Verwertungsmöglichkeiten eingeschränkt werden, die es im Immobilienmarkt gibt, wenn in der Markt wirtschaftlich organisiert ist. Ich kann mir aber genauso gut auch vorstellen, dass man sagt, ich versuche, wie es, weiß nicht, in kleinen Nischen in Deutschland ja zurzeit probiert wird, über so Konstellationen wie dem Mietshäuser-Syndikat oder auch besetzten Hausbewegungen, also Bewegung von Hausbesetzung, zu sagen, ich entreiße für einen bestimmten Zeitraum wenigstens Wohnungsbestände diesen Verwertungslogiken, ja, und kann dann versuchen, ob mir andere Logiken einfallen, die sinnvoller erscheinen und die vielleicht auch inklusiven Charakter haben können. Aber das sind im Prinzip die Vorstellungen, an die man sozusagen immer wieder neu heran muss und die auch nicht, glaube ich, pauschal aus einer abstrakten Idee kommen, sondern die sich immer daran messen müssen, was ist eigentlich stadtpolitisch in meinen jeweiligen Städten sozusagen vorzufinden. Ja? Also habe ich überhaupt eine Möglichkeit, Stadtpolitik anders, also Einfluss auf eine andere Stadtpolitik zu nehmen, oder muss ich von vornherein das in der großen Konfrontation und mit sozusagen Aneignungsstrategien verbinden, ja, die öffentliche Plätze, Gewerberäume, aber auch Wohnungsbestände selber umfassen kann. Und das kann, glaube ich, sehr vielfältig sein. Aber die emanzipatorische Perspektive für mich wäre, glaube ich, immer schon in diesem Bereich der Wohnungsversorgung zu sagen, ich höhle sozusagen oder unterlaufe oder versuche zu unterlaufen, dass es diese marktwirtschaftlichen Selektionsprozesse gibt, ja, die unseren Stadtalltag ja ansonsten sehr stark dominieren. Das eine wäre irgendwie so ein ganz bewusstes Raumkonzept der Delokalisation, also dass ich von vornherein sage, wenn ich sozusagen nach außen gerichtete und möglicherweise für Immobilienwirtschaft attraktive Nutzung mache, entscheide ich mich von vornherein für nicht gentrifizierbare Orte. Ja, und da müssten wir dann ausführlicher diskutieren, wo sind die. Wir würden aber häufig daran kommen, dass die Aktiven in Subkulturen, in Alternativkulturen, in politischen Spektren diese Orte eigentlich nicht zu ihren Orten machen wollen. Wir könnten zweitens eine Beobachtung machen, die es zum Teil im Kontext von ehemals besetzten Häusern oder von Hausbesetzungsbewegungen gibt, dass Orte der radikalen Linken sozusagen ästhetische Desinvestitionssignale aussenden. Ja? Dass man also sagt, wir haben so eine deutlich negativ konnotierte Kultur und Ausstrahlung, dass wir gar nicht von einem Immobilienmarkt als neue, hippe, willkommene Subkulturperle vereinnahmen werden können für die Aufwertung. Ist sozusagen auch mit dem Grenzfall verbunden, dass sozusagen allgemeine Diskussionen in der Linken häufig darauf hinausgehen, sozusagen Kontakt und Bündnisfähigkeit aufbauen zu wollen, mit anderen gesellschaftlichen Gruppen sich zu verbinden. Das steht sozusagen dieser sehr stark subkulturellen Ästhetik sozusagen häufig entgegen. Das heißt also, da kommt sozusagen die Linke selbst in Widerspruch mit sozusagen unterschiedlichen Ansprüchen, die sie hat. Und es sozusagen gibt auch Beispiele wie die Rote Flora in Hamburg, ja, die also eigentlich alle diese Kriterien der Deattraktivierung erfüllt, die dann trotzdem sozusagen in sehr toleranten Aufwertungskonzepten mit in die Symbolik des sozusagen wilden, hippen Stadtbezirks im Schanzenviertel vereinnahmt werden kann. Und die dritte Ebene, und das ist, glaube ich, die, über die wir sozusagen ausführlicher diskutieren sollten, ist der Versuch, was ich so eine sozusagen Freiräume oder Kultur oder Subkultur des Widerstandes nennen würde. Und die setzt daran, dass ich denke, was sowohl Kulturschaffende, Alternativ
Akteure, aber auch politische Szenen im Übermaß haben, sind eigentlich Fähigkeiten, die Stadtteilbewegungen häufig fehlen. Ja, also wir sind sozusagen fast immer in der Lage, Prozesse kollektiv zu organisieren. Wir sind in der Lage, relativ komplizierte Sachverhalte nach außen hin zu transportieren, zu erklären. Wir sind in der Lage, sozusagen Gruppenarbeitsteilungsprozesse in Gang zu schieben. Wir sind in der Lage, Demonstrationen anzumelden und sozusagen Kontinuität der Zusammenarbeit sicherzustellen. Und das sind häufig Dinge, die sozusagen Nachbarschaftsorganisierungen, ja, die plötzlich merken, ihre Miete steigt und wir müssten eigentlich etwas machen, deutlich fehlen. Ja, und ich glaube, dass wir sozusagen das auch als Chance begreifen können. Und das hat aber ein paar Voraussetzungen, nämlich die, dass man nicht erst, wenn das eigene Projekt sozusagen räumungsgefährdet ist, den Stadtteil als Thema, ja, und die Nachbarin als Bündnispartner entdeckt, sondern dass man das eigentlich von vornherein sozusagen als Strategie verfolgt und sagt, ich bin Teil von Nachbarschaften, egal ob ich ein besetztes Haus bin, ob ich ein soziales Zentrum bin, ob ich eine neue Kneipe für eine ganz bestimmte Kultursparte bin. Ich bin immer Teil von Nachbarschaften, bemühe mich von vornherein Kontakt zu den Nachbarn und anderen Gewerbetreibenden in der Gegend zu bekommen. Und das ist, glaube ich, eine relativ zentrale Voraussetzung, um dann sozusagen die Ressourcen, die man mitbringen würde, potenziell in diese Stadtteilauseinandersetzung auch wirklich nutzen zu können. Ja, und wenn wir uns das erste Mal melden, wenn der Räumungstitel für den eigenen Laden vor dem Haus ist, dann gibt es auch niemanden, der sagt, ich kenne euch schon 10 Jahre und wollt euch immer unterstützen. Ja, also, und das wäre eigentlich mein Appell, dass man ein bisschen aus diesen subkulturellen Orientierungen, Nischen, Verinselungen herauskommt als grundsätzliche Lebenshaltung oder Projekthaltung auch. Und das eine gute Voraussetzung wäre, dass man eben mit anderen sozialen Gruppen, mit Leuten, die ebenso von Verdrängungsprozessen betroffen sind, dann gut sozusagen in Kontakt gerät.